Hey, Daddy. Hey, waren wir hier schon mal? Nee, hä, was? Wo sind wir? Ach doch, klar, waren wir. Ist doch klar, hä? Okay, was habe ich jetzt? Elektrobolt. Okay, das ist gut. Okay, wo muss ich jetzt lang? Das ist die Frage. Also, wo muss ich jetzt hin? Unhöflich, unflätig, unkultiviert. Oh, schnell kaputt. Danke. Was finde ich hier denn alles so? Ein bisschen was, okay. Aber kurz, ne? Aua. Was hab ich jetzt? Ey, jetzt hab ich Zorn. Okay. Aber alles mitnehmen hier, was wir finden können. Achtung, ab Donnerstag gilt eine erneute Ausgangssperre. Bürger, die dagegen verstoßen, werden an den Apollo-Square umgesiedelt. Die ignorieren wir mal, ne? Ignorieren wir auch. Warte. Verbandskästen. Immer gut. Bam. Wir sind immer noch nicht durch, Leute. Ich dachte, wir sind mittlerweile fast durch. So, ich dachte, das ist knapp das Ende, als wir dann erfahren haben, dass das da Frank Dings ist. Und das geht dann im zweiten Teil weiter oder so, aber das geht ja echt noch eine Menge weiter hier. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel durchspiele. Ich glaube nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich habe keinen Plan, wie lange das noch geht. Deswegen. Jetzt, please. Kack nicht ab. Bitte. Daumen drücken, Leute. Daumen drücken. Fontaine? Und Schläger? Bei Schusswechsel getötet? Das ergibt keinen Sinn, Fontaine lebt doch. Falsche Information, Fake News. Okay. Ich war so wütend, als ich hier angekommen bin, aber mein Gott, ich hatte ja keine Ahnung. Hier sind überall Bewaffnete. Ich habe eine Frau gesehen, die fliehen wollte und über den Zaun geklettert ist. Einer von Ryans Wachleuten hat nur auf sie gezeigt und sie ist in Flammen aufgegangen. Einfach so. Was geht hier vor sich? Okay. Zorn. Ah, ich hab noch nicht alle, ne? Doch, ich hab... neues Gebiet. Okay. Und jetzt tot? Zack. Habe ich ionischen Schrot ausgewählt? Nein. Und ich nehme wärmesuchend. In dem Moment abfackeln zu bekommen, ist sehr nice eigentlich. Egal, was du sagst. Oh yeah. Danke. Kein Ding. Dafür, dass du es eigentlich nicht wolltest, ne? Sag's denn. Medikit, Medistation.
Nee, ist egal, wo ich lang... Ja, ist egal, welche Richtung ich gehe. Wo zur Hölle? Okay, hinten müssen wir lang, aber ich gehe erstmal hier lang überall. Wissen wir ja, ne? Wieso denn das? Ich finde dich, du Sünder. Ich werde dich mit meiner Rache verfolgen. Immer wenn jemand einen anderen Arsch hat, okay. Spiel nicht den Richter, Arschloch! Komm schon! In der Zustand, in dem von Hell sich versetzt hat, ist es zu gefährlich, deine Plasmide zu modifizieren. Du musst mit dem zurechtkommen, was du hast. Mach ich. Denk nur an dich selbst. Um reinzukommen, werden der Schlägertypen am Tor bestochen. Es ist schrecklich hier. Rechts von mir liegt eine tote Frau auf der Straße. Alle gehen einfach an ihr vorbei, als ob sie gar nicht da wäre. Aber ich habe überall diese hingesprühte Parole gesehen. Atlas lebt. Allem, was das zu bedeuten hat. Aber irgendetwas sagt mir, dass es den Leuten okay. wichtig ist. Diese Verkehrung der Dinge, diese ist es. Okay. An den endlosen Teufelskreis von Schuld und Versagen gekettet hat. Aber wir können nichts ausrüsten, natürlich. Hat sie ja gerade gesagt. Was haben wir jetzt? Telekinese. Okay. 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 Ich weiß nicht, ob das was bringt, hier schon lang zu gehen. Auf die Lügen von Atlas und seinen Parasiten. Rapture blüht auf. Ich glaube, das ignoriere ich da erstmal. Hier, da muss ich lang. Hier kann ich auch lang. Ja, zumindest ein bisschen. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal den Weg, der uns vorgeschrieben wird. Lass mich in Ruhe! Nein! Was hat... Oh, lol. Das hat auf mich geschossen. Wir gehen hier weiter. Warum wurden die denn jetzt aktiviert? Ich bin hier, um dich zu retten. Ich renne jetzt nicht extra zu so einem Schalter oder so. Gut. Weil... Kamera. Boah. Die ist aber auch mies platziert. Die ist da mies platziert. Ich befolge alle seine Gebote. Ich befolge alle seine Gebote. Ich befolge alle seine Gebote. Einen verhauen. Manu. Diesmal habe ich sie direkt gesehen, die Kamera. Diesmal habe ich sie direkt gesehen. Gehen wir erstmal hier rein. Newwind. Juinwind. Juwind. Das ist das gleiche. Klingt alles gleich. Fast. Ein bisschen. Eigentlich nicht, aber pst. Sag's keinem. Okay, alles einsammeln hier.
Hier ist... Geschützturm auf der Toilette! Was? Ich war gerade ein wenig verwundert. Das hat man, glaube ich, gemerkt. Alles klar, warum ist denn ein Geschützturm auf der Toilette? Jetzt beim Ernte. Was? Was? Oh, ich bin so... Ah, oh, okay. Ich rede aber auch wenig momentan, ne? Irgendwie. Dieses Wechseln, ey. Ja, ein bisschen auf den Nerven. Okay. Gucken wir nochmal weiter, ob wir es diesmal schaffen hier. Mann, geh mir nicht auf den Sack. Danke. Okay, hier ist das Sicherheitsbot-Ding. Hier muss ich rein, okay. Da gehe ich da noch nicht rein. Erstmal kurz hochgehen. Geht das noch weiter hoch oder? Nee. Die Treppe ist eingestürzt. Okay. Ich muss meine Augen langsam mal aufmachen. Also keine Muni mehr. Ick! Ein paar Medikits. Ich bräuchte jetzt mal ein paar Medikits. So, von komme ich von da? Das ist einfach nur eine Tür, die nichts bringt. Wow. Okay. Hallo? Niemand da? Niemand da. Splittergranaten. Nehme ich auch gern mit. Aber ich glaube so, ein paar Medikits wären gerade eher der Shit, den ich haben wollen würde. Aber okay. Was habe ich hier gerade gehört? Oh. Insektenschwarm 3 sogar. Das ist nicht mal schlecht. Das ist gar nicht mal... Ist okay. Nein. Lol. Gar nicht gecheckt, was das für ein Dings ist, ey. Okay, erstmal hier lang. Erstmal saufen. Ich hoffe, hier ist gerade kein Gegner. Was? Medical Experte. Ja. Nee. Geh sterben. Danke. Okay. Man merkt, ich bin ein wenig konzentriert. Ich versuche es zumindest. Weil ich langsam gerade ein bisschen zu häufig heute gestorben bin, habe ich das Gefühl. Meiner Ansicht nach zumindest. Okay, da komme ich nicht lang. Da komme ich nicht lang. Hätte sein können. Okay, ich muss da nicht mal lang. Ah. Du bist jetzt frei. Souchons Drogen sollten keinen Einfluss mehr auf dich haben. Nimm die Tauchkugel zum Point Prometheus.
Es wird Zeit, dass diese Angelegenheit ein Ende findet. Also ist es Zeit für das Ende des Spiels, Leute, wie es aussieht. Komm, das ziehen wir heute noch durch. Lol. Ich hab gar keine Patronen mehr. Ich brauche Medikits. Leute, jetzt mal im Ernst. Ich brauche die Medikits. Ein paar. Zumindest. Wäre schon nett. Okay. Was bringt Hacken? Ja, es macht das nur Kosten, ne? Ja. Kostenlos, meine ich. Okay, ich nehme jetzt mal die Stickstoffwaffe hier. Oh, lol. Nein. Und wir waren gerade kurz vorm Gold. Okay. Das ist eine Medi-Station. Schon mal heilen. Wird doch auch eben Big Daddy. Da ist ein Big Daddy. Er holt jetzt gerade seine Little Sister. Alles klar. Hatten wir nicht auch irgendwo einen Verkaufsautomaten? Körpertonikum. Jetzt können wir nämlich noch. Ups, jetzt. Ach, jetzt muss ich das gleich nochmal ändern. Tempo-Hacker. Sicherheitslücke. Ist alles nicht so wichtig. Obwohl, für Technik. Zack. Dann mache ich Tempo. Für das hier. Was Mietzler brauche ich nicht. Kampftunikum-Slot mache ich nochmal. Da kann ich jetzt diesen... Genau, den elektrischen Schlag abgeben. Ja. Das nehme ich doch gern. Hacking-Experte, Sicherheitslücke. Eigentlich brauche ich hiervon nichts mehr, ne? Komm, abfackel noch. Abfackel noch. Oh, Muni. Aber Muni ist gerade nicht so wichtig. Hat man nicht auch einen Verkaufsautomaten hier irgendwo? Hatten wir nicht? Ich weiß es nicht mehr. Okay, wir machen auf jeden Fall kurz den Big Daddy. Was? Boah, ich hab keine Medikits. Mann. Und ich hab keine Muni mehr gleich. Hier ist einer. Wow. Ich muss mir die Medikits kaufen. Das ist... Warum bin ich eigentlich hier gespawnt? War da hinten nicht auch so ein Ding? Ja. So, wir haben panzerbrechende Munition, das ist okay. Nehmen wir die in der Pistole. Für den Big Daddy. Der hat ja eh kaum noch Leben, ne? Dürfte er jetzt zumindest nicht mehr. Was? Oh, ich dachte, der wäre schon tot. Alter. Klos. Durch meine Sünden. Aber du, vielleicht kannst du ihnen eine Zukunft eröffnen, die
die ich gar nicht ermessen kann. Eine Kleine ist mit einem Geschenk auf dem Weg zu dir. Sei bitte vorsichtig. Oh, ein Geschenk?